Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Teilnehmerinnen, liebe Unterstützer der Lichterkette. Ich kann mich noch gut an die schrecklichen Bilder erinnern, die unser Land Anfang der 90er Jahre erschüttert haben. Grölende Randalierer in Hoyerswerda und Rostock, brennende Häuser in Mölln und Solingen. All das steht für eine Welle der Fremdenfeindlichkeit und Gewalt, die viele bei uns nicht mehr für möglich gehalten hatten. Und all das führt uns bis heute vor Augen, wie wenig selbstverständlich das friedliche Miteinander ist, wie schnell etwas ins Rutschen geraten kann, auch und gerade in unserer offenen Gesellschaft. Die Münchner, die damals den Verein Lichterkette gründeten, sie wollten etwas tun, statt wegzuschauen oder die Verantwortung bei anderen abzuladen. Und es ist ihnen und ihren Helfern dann tatsächlich gelungen, am 6. Dezember 1992 eine ganze Stadt aufstehen zu lassen. Und auch an diese Bilder kann ich mich noch gut erinnern. Hunderttausende strömten damals auf die Straßen, um gegen das Dunkel von Hass und Gewalt anzuleuchten. Mit Kerzen, Fackeln und Lampions setzten sie ein Zeichen, das weltweit Beachtung gefunden hat. Und sie ermutigten Bürgerinnen und Bürger, in vielen anderen Städten ebenfalls Nein zu sagen zu Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Sie in München haben diesem Zeichen in den vergangenen 25 Jahren unzählige Taten folgen lassen, überparteilich, ehrenamtlich und oft abseits der Scheinwerfer. Mit Ihren Projekten und Aktionen stärken Sie die Zivilcourage, auch im Internet, wo wir sie dringend brauchen. Vor allem aber fördern Sie das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Ich finde, die Lichterkette ist eine großartige Initiative, weil sie Bürgermut und Gemeinsinn ein Zuhause gibt. Besonders beeindruckend finde ich, was Sie und Ihre Partner alles in Bewegung setzen, um Flüchtlinge auf ihrem Weg in unsere Gesellschaft zu unterstützen. Ob Sie eine zentrale Anlaufstelle einrichten, sich um private Unterkünfte kümmern oder beim Einstieg in Ausbildung und Beruf helfen, Sie leben Integration und Ihre Projekte sind Vorbilder, die weit über Ihre Stadt hinausstrahlen. Mein Dank gilt allen, die sich ehrenamtlich für die Lichterkette engagieren oder den Verein mit Spenden unterstützen. Sie alle zeigen, wie viel jeder Einzelne für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft tatsächlich tun kann, wie viel aus eigener Kraft möglich ist, jeden Tag und immer wieder aufs Neue. Sie sind es, die unsere Demokratie stark machen. Ich wünsche Ihnen und der Münchner Lichterkette weiterhin viel Erfolg. Herzliche Grüße und alles Gute aus Berlin.